Hallo, ich bin die Sarah Bulling, ich bin die Leitung der Physiotherapieabteilung hier am Klinikum Hanau. Und im Rahmen der Covid-Pandemie haben wir jetzt die Möglichkeit, als Ergänzung zur Präsenzbehandlung, also zur normalen physiotherapeutischen Behandlung, eben auch eine Behandlung per Videotherapie durchzuführen. Und da wollen wir euch einfach kurz zeigen, wie das bei uns abläuft, wie das funktioniert. Dazu haben wir die Anita Bauer-Polker hier. Das ist eine unserer Physiotherapeutinnen und wird heute Patientin sein. Okay, und wenn ich jetzt Interesse an einer Online-Behandlung habe, wie funktioniert das dann? Wie kann ich daran teilnehmen? Also grundsätzlich ist es so, man braucht ein ganz normales Rezept für Krankengymnastik, wie man zum Beispiel beim Hausarzt oder beim Facharzt erhält. Ein ganz normales Kassenrezept oder wenn man privat versichert ist, ein Rezept für Privatversicherte. Wenn man aus dem Krankenhaus kommt, wenn man zum Beispiel, sage ich mal, an Covid erkrankt ist, man hatte einen Krankenhausaufenthalt und hat danach noch Atemprobleme im Verlauf, kann man von dem Krankenhaus bei Entlassung ein Rezept über Entlassmanagement erhalten. Das heißt, da hat man dann, bekommt man ein Rezept mit nach Hause, dann meldet man sich dann direkt bei uns in der Abteilung, bekommt sofort einen Termin und dann können wir eine wunderbare Videobehandlung durchführen und Atemübungen anleiten und eben im Verlauf unterstützen, die Genesung unterstützen. Das heißt, mit dem Rezept entstehen mir keine Kosten, sondern das bezahlt meine Krankenkasse. Genau, die Krankenkasse zahlt die Behandlung, genauso wie als wäre sie in Präsent, also eine ganz normale Therapie mit Kontakt. Es gibt nur ganz normale Zuzahlungsgebühren, die sind abhängig von der Krankenkasse zu leisten, aber das ist ganz normal. Das wird anteilig der Einheiten berechnet. Bei 6-mal Krankengymnastik, x Zuzahlung. Aber das ist ganz normal und das kann man auch bei der Administration vorne bei uns dann erfragen. Und wie ist es dann mit dem Datenschutz, wenn ich an einer Online-Behandlung teilnehme? Also wir haben ein Datenschutzformular, das bekommt man per E-Mail zugesendet und muss das dann zurückschicken und unterschreiben. Wir haben eine Software zur Videobehandlung, die ist nach den Datenschutzrichtlinien zertifiziert. Also wir dürfen die zu einer Videosprechstunde verwenden. Und man bekommt dann eben einen Link von uns zugeschickt, auf den klickt man dann, wenn man eingewilligt hat. Und dann wird man automatisch zur Videobehandlung geleitet und dort kommt man dann in einen Warteraum. Und wenn der Zeitpunkt da ist, zum Beispiel 12 Uhr beginnt die Therapie, kommt der Therapeut um 12 Uhr, lässt einen rein und die Therapie kann beginnen. Und um einen Termin für die Videobehandlung auszumachen, ruft man ganz normal bei uns an und sagt, was man für ein Rezept hat und dann bekommt man seinen ganz regulären Termin. Das heißt, muss ich dafür dann extra auf meinem Laptop oder sowas installieren oder geht das dann einfach über den Link? Das geht einfach über den Link. Man braucht natürlich Firefox, Safari oder eine Internetsoftware. Das geht aber auch übers iPad oder übers Handy. Wenn man jetzt keinen Laptop hat, dann kann man das eben auch so anwenden. Und ist die Videobehandlung dann nur mit mir persönlich oder nehmen daran gleichzeitig auch andere Leute mit dran teil? Nein, die ist nur vertrauensvoll ganz persönlich, also nur zwischen Patient und Therapeut. Das ist eine Einzelbehandlung, so wie wir uns jetzt hier auch im Raum befinden. Grundsätzlich kann man das bei sehr vielen Erkrankungen umsetzen, diese Videobehandlung, also ein ganz normales Krankengymnastikrezept, Atemtherapie. Es gibt aber auch Erkrankungen, da ist eine Videobehandlung eben nicht sinnvoll. Und das sagt Ihnen dann aber ganz normal die Administration, wenn Sie anrufen, also zum Beispiel, wenn Sie jetzt an Parkinson leiden oder Multiple Sklerose oder eine andere neurologische Erkrankung, ist es immer besser, wenn man das eben in einer ganz normalen krankengymnastischen Behandlung durchführt in Präsenz mit dem Therapeuten. Dann würden wir jetzt eine Patientenbehandlung durchführen und als erstes ist es immer so, dass der Physiotherapeut einen Befund aufnimmt. Stell dich bitte mal zwischen Hocker und Bank, Anita. Und wir wollen eine kurze Bewegungsprüfung machen, damit ich herausfinden kann, wo dein Problem ist. Neig dich einmal bitte nach vorne, lass die Arme ganz locker, stopp, wenn Schmerz.
Jetzt? Okay, dann komm langsam wieder nach oben in Neutralposition. Sehr gut gemacht. Dann neig dich einmal nach hinten, stopp, wenn Schmerz. Und jetzt okay und wieder zurück. Das ist zum Beispiel eine Eingangsbewegungsprüfung. Und daran sehen wir jetzt, dass die Anita Schmerzen in der unteren Lendenwirbelsäule hat. Auf einer Skala von 0 bis 10, wo 0 kein Schmerz ist und 10 der größtmöglich vorstellbarste Schmerz. Welchen Wert würdest du bei deinem Schmerz angeben? Schon mal 6. Eine 6. Okay. Gut. Dann würden wir jetzt als erstes eine Übung zur Schmerzlinderung machen. Da würde ich dich bitten, dass du dich einmal auf deine Matte legst und Sie als Patient zu Hause brauchen dann entweder auch eine Matte oder, wenn Sie keine Matte haben, eine Decke für den Boden oder auch eine Couch, die natürlich nicht so ganz so fest ist vom Untergrund, aber es geht mit vielen Dingen, Hilfsmitteln, die man zu Hause hat. Einmal bitte in Rückenlage legen. Genau. Über die Seite oder so, genau. Okay. Die Beine dürfen angestellt bleiben, Anita. Die Arme legst du bitte mal auf Schulterhöhe einfach zur Seite. Genau. Und jetzt lässt du deine beiden Beine auf die rechte Seite fallen. Ganz langsam und kontrolliert. Soweit, wie es für dich angenehm ist. Genau. Das ist eine wunderschöne Entlastungsposition für die und für den unteren Bereich der Wirbelsäule und kann zu Schmerzlinderung führen. Wird es denn ein bisschen besser? Noch nicht. Gut, dann die Beine mal auf die andere Seite bitte. Nimm mal deinen linken Arm und leg den auf den Rippenbereich, auf den gegenüberliegenden. Jetzt vertiefe mal deine Atmung, atme ein und atme gegen die Lippen aus. Versuche in den Brustkorb zu atmen. Atemübungen entspannen auch reflektorisch die Muskulatur. Sehr schön. Ist das angenehm? Ja. Wunderbar. Als nächstes würden wir eine Übung zur Verbesserung der Beweglichkeit bzw. zur Mobilitätsförderung der Wirbelsäule machen. Dazu bitte ich dich, über die Seitlage dich hochzurollen und dich in den Vierfüßlerstand zu stellen. Die Hände sind unter den Schultern, genau. Und die Knie sind hüftbreit geöffnet, bitte. Unter den Hüftgelenken, genau. Die Übung nennt sich Katze und Kuh, die kennt vielleicht jemand von Ihnen. Und dabei ist es so, Anita, du atmest ein und lässt den Rücken durchhängen. Der Kopf hebt sich. Einatmen, Rücken durchhängen lassen. Genau, sehr schön. Atme aus, schieb den Rücken weit nach oben, mach einen Katzenbuckel. Zieh den Bauchnabel leicht nach innen. Löse wieder mit der Einatmung. Sehr schön. Das erfolgt dynamisch, das ist keine statische Übung. Genau, leite die Bewegung von unten vom Po her ein, mach dich rund, sehr schön und löse mit der Einatmung wieder die Spannung und lass dich durchhängen. Mit jeder Bewegung müsste das ein kleines bisschen besser funktionieren. Stopp, wenn du deinen Schmerz empfindest. Wir gehen nur bis zum Schmerzpunkt. Sehr schön. Einmal noch. Wunderbar. Komm wieder in Neutralposition zurück, ein leicht gerader Rücken, sehr schön. Setz dich bitte hinten auf die Knie und setz dich in den Fersensitz, komm nach oben. Als nächstes würde unsere Therapie auch daraus bestehen, dass wir eine isometrische Kräftigungsübung für die Wirbelsäule bzw. den Rückenbereich machen. Also bitte ich dich, dich auf den Hocker zu setzen, mit der Spitze nach vorne gerichtet, genau. Die Füße sind bitte hüftbreit aufgestellt. Komm noch ein kleines Stückchen weiter nach vorne. Sehr schön. Wir brauchen einen geraden Rücken. Also wir machen so einen kleinen Entenhintern. Und der Rücken ist gestreckt, die Brust ist oben. Nimm die Hände bitte auf Schulterhöhe. Sehr schön. Jetzt neigst du dich leicht nach vorne. Stopp, so weit, dass der Rücken das noch gut halten kann.
Und jetzt wollen wir die Arme über Kopf zusammenführen und leicht wieder nach hinten. Stopp auf Schulterhöhe, löse nach oben. Jawohl, und zieh. Die Schulterblätter sind dabei weit nach hinten. Sehr schön. Komm nach oben, komm nach unten. Das ist eine Übung, die man auch ganz toll zu Hause durchführen kann. Sehr schön. Noch fünfmal. Wunderbar. Und noch ein letzter. Sehr schön. Bleibe, lasse die Hände wieder. Komm zurück und löse die Arme. Sehr schön, das hast du ganz toll gemacht, Anita. Ja, das wäre jetzt eine Behandlung, zum Beispiel bei Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, was vielleicht auch viele im Moment haben, da Homeoffice ja an der Regel ist. Und genau, hast du noch Fragen? Wie ist dein Schmerz auf einer Skala von 0 bis 10? 0 ist kein Schmerz und 10 wieder der größtmöglich vorstellbarste Schmerz. Achso, jetzt ist 3. Sehr schön. Vielen Dank, Anita.